Was geht ab, Leute? Mois hat das besagte Video jetzt veröffentlicht, was er gestern angekündigt hat. Und ja, ich habe ein bisschen reingeskippt, wirklich nur ein bisschen, damit ich dann mir selber auch nichts wegnehme. Musste aber prüfen natürlich, ob das Ganze, ja, YouTube-konform ist, weil es nicht auf YouTube gepostet worden ist. Und wir gehen auf jeden Fall rein. Let's go. Und schnallt euch an, Leute. Es wird brisant. Ich sag euch. Und es geht halt in diesem Video um keine Ex, nicht um mich. Es geht um was viel Größeres. Es hat Ausmaße angenommen, die ich nicht verstanden habe. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Es geht um die ganze Industrie, um die drei Freunde, die ich am Anfang meiner Karriere belächelt und beleidigt habe. Auf euch, Leute. Und irgendwann, weil man mich in Story postet und du bist K.O.L.L., wahrscheinlich, weil du von mir Angst hast, was aus mir wird wie heute. Und ich verstehe heute deine Angst. Ich habe selber von mir Angst. Verstehst du das? Aber jetzt gerade habe ich Angst. Nicht von jemandem da draußen, sondern von diesem Herzschlag, den ich gerade spüre, zu sterben. Weil ich weiß, wo meine Kinder sind jetzt. Wisst ihr? Ich weiß, mit welchen Leuten die chillen. Und ich weiß, was sie tun. Meine Ex hat gesagt, ich habe ihr das und das getan, 7 Jahre lang das und das getan. Glaubt, was ihr wollt. Am Ende des Tages, die wissen, wie sehr ich meine Familie geliebt habe. Und bis vor ein paar Wochen noch, ich liebe die noch immer alle. Sieht ein bisschen anders irgendwie aus, finde ich, Mois. Das sieht ein bisschen anders aus. Oder irre ich mich, Leute? Oder ist es nur wegen dem Licht? Entweder sieht dünner aus oder geschminkt. Irgendwas ist komisch. Oder ist es vielleicht nur das Licht? Ich bin nur traurig, dass sie nie wieder meins wird, mäßig. Und ich besitze diese Stärke, das offen zu sagen, Bro. Verstehst du? Weil damit wollen sie mich ja irgendwie. Du bist kein Mann, dies, das ist von dir gegangen. Nein, Bro, ich habe alles getan, damit sie nicht geht. Ich weiß nicht warum und ich finde, es ist falsch, was ich getan habe. Aber es ist nicht so, wie sie es dargestellt hat. Versteht ihr? Und ich will nur ein Mädchen, was leidet, retten. Und deshalb hatte ich sie auch geheiratet, weil sie mir erzählt hat, dass sie gelitten hat, wisst ihr? Und wenn sie nur alleine wäre, wäre mir egal. Naja, aus Mitleid heiraten? Naja. Aber da sind zwei Kinder. Und wenn diese Szene auf den Kopf dieser, scheiß mal auf dieses Handy. Wenn diese Szene auf den Kopf dieser Kinder versucht jetzt Content zu machen und mein Sohn geht dieses Jahr in die Schule im September, weißt du? Jeder wird ihn mobben, Bruder. Es ist eine hässliche Zeit. Mit 11 begehen sie jetzt Morde da draußen. Denkst du, es geht mir um irgendeinen, der jetzt seine Promo machen will, der in Deutschland rumfährt und sagt, ich jage dich und so, jag mich mal. Hier mache ich, nicht nur du, der andere Freund von dir, mit dem du jahrelang Videos gedreht hast und ich zeige den Leuten jetzt, welche Menschen ihr seid und wer euch beschützt. Und der dritte, mit dem sie fremdgegangen ist. Und dieser Kreis, mit dem sie jetzt jeden Tag abhängt, chillt mit einem Menschen, dessen Namen ich wegen der Polizei aber erwähnen werde. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt, aber ich habe bis jetzt auf Gangster getan und nicht mit jedem geschlagen. Denkst du, ich habe Angst, wenn du da in Deutschland Bäume filmst und irgendein Chir aus Ägypten nach Dubai schickst mit grünen Haaren, Bro? Du kannst noch so tausendmal sagen, dass ich ein Junkie bin, dann liebe ich es, ein Junkie zu sein, wenn Junkies so aussehen wie ich. Und die Zeit war, als ich Buch von San Diego gelesen habe, ich habe, Bruder, ein ganzes Buch für dich gelesen, 40 Stunden lang. Wie viel habe ich wohl verkauft? Hast du mir 1 Euro davon gegeben? Ja. Ich verstehe, ich kenne genau die Zeit, deswegen kann ich auch davon sprechen. Man muss hier ganz klar sagen, als Gegenleistung hat er halt natürlich eine große Reichweite bekommen. Er hat auch, glaube ich, das war der ausschlaggebende Punkt, dass er mit San Diego auch connected war, als er sein Buch vorgelesen hat, ne? Richtig, im Stream live. Da war ich dabei, teilweise. Und dementsprechend hat er eine große Reichweite dadurch auch erlangt. Also es war ein Geben und Nehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass er ihn dafür Geld geben muss. Das ist meine Meinung, ne? Meine bescheidene Meinung. Wollte ich hier 1 Euro von dir? Und jetzt redet ihr so, wie ihr redet und denkt, ihr seid Männer? Ihr seid keine Männer, Bro. Und tut nicht so, als ob ihr irgendeinen Jäger suchen könnt. Ich suche euch, Hadid Erndalek. Ihr habt eine Richard Mille, die ich nicht mehr habe. Verstehst du, Bro? Und du hast genug Scheiße jetzt gelabert. Und ich wusste das, was ich gleich alles leaken werde, auch nicht selber. Und ich habe das erst erfahren, als ich euch getroffen habe. So heute. Das war für mich, Bro, Alter. Ich weiß nicht, ich will vor euch trotzdem, ihr seid meine Shababs-Zuschauer, Alter. Ich will euch ein Vorbild irgendwo sein, egal wie ich aussehe. Und Bruder, Alter, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist der Typ, mit dem die jetzt ist, mäßig, sein Rücken, schreibt mir, ich tu das und das mit deiner Mutter. Ja, das haben wir in der Story gesehen, dass er den da beleidigt hat. Per Zufall schreibt mir jemand, Bruder, Alter, er schreibt dir das und das. Und Leute haben dir erzählt, was er getan hat mit dieser 12-Jährigen, stimmt nicht. Mit dieser Chantal. So, jetzt wird's auf jeden Fall spannend. Hier, jetzt tut er richtig auspacken, okay? Ich frag mich immer, woher die Leute die Verläufe haben.
Oder warum liest er diese Sachen von unten nach oben? Wieso von nicht von oben nach unten? Mit dieser Zwölfjährigen. Was ist das für ein Quatsch? Egal, dann halt von unten nach oben. Was soll ich sagen? Chillst du gerade mit Dima? Woher kommst du? Hannover? Bla bla bla. Wäre echt so toll. Das Mädchen Sophia hat sich voll gefreut, als ihr sie besucht habt. Bitte, wir schauen mal. Wie alt bist du denn? 15. Wie weit ist Oberhausen von dir? Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Wer bestimmt eigentlich, wer die Gewinnspiele gewinnt? Ich. Oh, wie cool. Ja, will auch mal. Oh, guck mal jetzt. Warum haben wir Beef? Du bist so mega sauer auf mich. Was meinst du denn, wieso? Ich wollte dir doch keine Bilder schicken und dann warst du so, und dann warst du mega sauer. Hä, warum sauer? Du hast doch 100 Stück hier drin. Ja, ist egal, lass das vergessen. Also, der Zusammenhang, um den zu verstehen, ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also das ist ein Gewinnspiel gewesen, ja? Dadurch, dass wir ein bisschen Beef haben, habt da durch niemals die Chance, in euren Blabla Gewinnspiel mitzuspielen und vielleicht zu gewinnen und Sunny zu treffen. Mhm. Hey Em, ich weiß, du willst von mir nichts hören, aber bitte beantworte mir die Frage, ist Dima im Knast? Mache mir Sorgen. Cringe. Hey, bist du sauer? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Okay? Ja, schick mir Bilder. Wir haben das so abgemacht. Sei nicht so. Du lügst eh. Ich bin ein Mann und lüge nicht, okay? Das war das letzte Mal, dass du mir sowas sagst. Willst du mir drohen? Nein. Das sollte aber immer Respekt. Was? Nein, man sollte aber immer Respekt. Mach dir mal Snap. Nein, kein Bock. Schick mal hier. Kannst doch direkt wieder löschen. Okay, aber erstmal kommentiere. Einfach für einen Kommentar Bilder schicken, Nudes. Hier. Ich schicke die Bilder. Und dafür kommentierst du meine Bilder, okay? Okay, kommt drauf an, wie hübsch die sind und was ich da sehe, okay? Aber zuerst ein Kommi, nein, okay? Schade, warum? Alles klar, okay, schade, ich finde, ja, finde ich auch. Also Leute, falls ihr ein bisschen verwirrt seid, das geht von unten nach oben, deswegen ist alles durcheinander, ne? Deswegen, aber ja, ich hoffe, die kleinen Punkte trotzdem versteht ihr. Ja, finde ich auch, ist ja deine Schuld. Nee, warum soll ich alles machen? Weil du auf deinen Mann hören musst. Und ich habe dir gesagt, wenn wir uns kennen, mache ich dir alles. Aha. Weil du auf deinen Mann hören musst. Schwierig, Leute. Schwierig bei einer 15-Jährigen. Schwierig. Schick mir mal ein Bild, wo man dann sieht, bitte. Nö, warum soll ich alles machen? Und du willst nicht mal abonnieren. Okay, dann nicht. Bey, bist so zickig, schade. Möchte niemandem irgendwas unterstellen, aber es ist ekelhaft, Leute, was ich hier lese. Wenn du Spaß haben willst und willst, dass das mit uns bleibt, dann behalt das alles für dich und du wirst es nicht bereuen. Dann sieh wieder, wenn du schon nicht abonnieren willst, kannst du dann wenigstens fragen, ob Dima mir einmal schreiben kann. Okay. Nein, der macht sowas nicht. Wenn der dich nicht kennt, geht es dir um ihn oder um mich? Beide, okay. Schick. Eieieiei. Leute. Sei aber ehrlich, okay, ich schreibe dir dann alles Vertrauen, ne? Denk daran, wenn jemand liest, ist das nicht okay? Und auch keine Freundin sagen und sowas, okay, bitte, ja. Wenn du Spaß machen willst und willst, ja, da sind wir da, okay? Wahnsinn. Ich hatte dich gefragt, was dagegen? Oder willst du Jungfrau bleiben? Sei aber ehrlich, okay, ich schreibe dir alles in Vertrauen, ne? Hallo, Oh, hier ist anscheinend ein Statement, das anscheinend schon gelöscht worden ist. Das habe ich, kenne ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Liebe BBM-Fan, so wie ihr mitbekommen habt, geht gestern ein Gerücht über mich, dass ich mit einem Mädchen geschrieben haben soll, die 15 Jahre alt ist und habe von ihr irgendwie Bilder verlangt und so. Das alles ist eine Lüge, ist ein Fake. Ich bin heute Morgen selber zur Polizei gegangen und habe das zur Anzeige gebracht. Und die Polizei wird sich darum kümmern. Die haben auch mein Handy genommen, meine IP-Adresse genommen. Und die können 100% danach feststellen, dass diese Sachen nicht von mir geschrieben worden sind oder dass das alles nur ein Fake ist. Ich kann dieses Mädchen verstehen und verstehe auch die Fanliebe von ganz vielen BBM-Mitglieder, die sowas versuchen und machen, aber nicht in dem Alter wissen, was die damit mit anderen Leuten schaden können. Ich habe 100%. Ja, stimmt schon. Es ist, wie gesagt, es ist eine schwere Anschuldigung und ich wünsche mir, dass das Ganze ein Fake ist. Ich möchte niemand was unterstellen, auch ihm nicht oder irgendjemand. Aber ja,
Es ist leider so, wie es ist, bis jetzt, keine Ahnung. Mit diesem Mädchen sowas nicht geschrieben und habe selber Kinder in dem Alter und würde sowas nie tun. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so ein Mann bin. Und jeder, der mich von der Buchtour kennt, von den Autogrammstunden kennt, weiß, wie liebevoll ich zu euch allen war, zu Mädchen und zu Jungs gleichzeitig. Und jeden, den ich von euch besucht habe zu Hause wegen das Gewinnspiel oder im Krankenhaus oder im Urlaub zu mir kam, ich habe euch alle immer gebeten, dass ihr euch... Ich habe das Video für den geschnitten. Hört ihr den Beat? Ich habe das geglaubt, Digga. Dass er unschuldig ist, aber gleich mehr. Schreibt Mois. Ich bitte eure Eltern vorher Bescheid sagen sollt, dass wir kommen oder dass ihr zu uns kommt oder dass wir uns treffen werden oder das habe mehrmals immer drauf bitte angedeutet. Habe sogar Eltern angerufen und mir das bestätigen lassen, dass die Kinder das gesagt haben. Deswegen kann mir keiner was vorwerfen. Ich weiß, ich bin sauber und ich weiß, ich bin ehrlich und ich habe mit diesen Sachen nichts zu tun, was diesen... Inshallah, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Das wäre sehr, sehr schade, so etwas zu hören mit Bestätigung und so weiter. Mädchen, fake. Und das werde ich später auch posten und zeigen, was diese Anzeige dazu gebracht hat. Das, was... Oder was ich besser gesagt in meine Story reingepackt habe, das war nicht gelogen. Und ich bin immer noch, bleib immer noch bei dieser Meinung. Ich weiß nicht, was mit Zala los ist. Das Ding ist, ich habe einmal mit Zala geschrieben gehabt, also wegen dieser Sache, wegen dieser Entwicklung von Scheiß und sowas. Nach einem Monat habe ich ihn dann halt nochmal angeschrieben und habe halt gefragt, ob er noch sauer sei. Und dann tat er auch schon so, als ob er mich nicht kannte. Dieser Mensch ist verrückt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber ich habe mir das nicht ausgedacht und ich verstehe es nicht, wie Menschen den Menschen, also Salah dann noch recht geben können, weil ich habe es mir nicht ausgedacht und ich würde Sunny niemals schaden wollen oder seiner BBM-Crew. Und wenn ihr meint, ich fake, mein Gott, dann denkt es aber, ich habe es nicht gefaked. Ich habe es einfach nicht gefaked und ich bleibe immer noch bei dieser Meinung, weil es einfach wahr ist. Wieso sollte ich so dumm sein und mich... Guck mal, Leute, ich küsse euer Herz. Kleines Mädchen, guckt es euch an, kleines Mädchen. Das ist, wie gesagt, da geht kein Blatt dazwischen. Bei sowas, ganz im Ernst, das geht nicht, Alter, das geht überhaupt nicht. Das ist abgrundtief ekelhaft. So einen Menschen, weil der ist viel höher als ich, warum sollte ich mich versuchen, mit denen anzulegen, wenn ich sowieso weiß, dass ich verlieren kann, nur kann, weil ich es fake, aber ich hab's nicht gefaked. Und wisst ihr was? Salah soll mal kommen. Er soll mich erstmal blocken, er hat mich erstmal geblockt. Er soll kommen und dann kann ich ihm die Nachrichten zeigen. Das ist so behindert und ich scheiße auch auf eure Telonym-Nachrichten, die ihr mir da jetzt hier in den Kommentaren schreibt, wegen Telonym oder so. Das ist richtig dumm. Soll Salah kommen und ich zeige ihm diese Nachrichten persönlich. Soll er kommen? Er kann sich seine scheiß Anzeige in den Arsch stecken. Soll die Polizei kommen? Soll sie kommen? Dann zeige ich ihm die Nachrichten auch. Weil ich weiß nicht, was mit ihm ist und der ist so richtig komisch, dieser Typ. Ich könnte noch so Fake schreiben. Es ist kein Fake. Ich mein's ernst. Und ich war mir erst nicht sicher, ob ich das posten soll, halt, weil ich genau wusste, dass dann sowas kommt. Und dann dachte ich mir halt, okay, du hast eh nichts zu verlieren, von daher kannst du es jetzt eh posten. Mois hat das auch schon gesehen, hat dazu auch kein Statement gegeben. Ja. Vor allem, er hat doch auch keine Beweise dafür, dass es kein Fake ist. Ihr macht mich fertig und sagt, es ist Fake, obwohl ich Beweise habe. Und er sagt, es ist kein Fake und... Das ist halt die Sache mit den Influencern, ne? Nach wie vor. Wenn man eine große Reichweite hat, hat man auch eine große Verantwortung. Wenn man das für etwas Schlechtes ausnutzt, dann tut man halt, ey, bei einem kleinen Mädchen ist es das kleinste Problem, hier irgendwie sie einzuschüchtern, ne? Wenn das Ganze so stimmen sollte. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Ich muss so sprechen, Leute, und das ganz klar so formulieren, denn man möchte niemanden auf die Füße treten. Ich hoffe, ihr versteht das und bekommt das wieder nicht in den falschen Hals und hin und her. Es ist einfach, wie es ist, Leute. Es ist ekelhaft. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren, über Details oder sonstiges. Dieses ganze Thema. Er hat nicht mal dafür Beweise. Ja, weil er sagt, dass es erst nicht war. Ja, wow. Und wenn ich sage, ich war's, glaubt er mir trotzdem nicht. Obwohl ich Beweise habe, man kann es lesen. Und Salah soll kommen und ich zeige ihm das. Ist halt ein kleines Mädchen. Soll er kommen und dann zeige ich ihm das. Wenn das wirklich stimmt, wie gesagt, dann bringt das nicht denjenigen, das noch zu zeigen. Weil wenn das stimmen sollte, was ich hier nicht sage, dann wüsste diese Person ja, was diese Person geschrieben hat zu diesem Mädchen. Versteht ihr, was ich meine?
Das ist halt die Sache. Deswegen sagte ich ja, man muss Erwachsene da einschalten, wenn sowas geschieht. Denn Erwachsene können erwachsen, rational und so weiter denken. Ne? Kinder sind halt Kinder. Muss man sich nichts vormachen. Die sind halt nicht komplett voll entwickelt. Ne? Das, Leute, Junge, dieses Thema. Ich weiß nicht, was mit diesem Menschen los ist, weil er auch, als ich ihn halt auch geschrieben hat, ein paar Monate später, da kannte er mich auch nicht mehr. Keine Ahnung, weil ich halt noch gefragt habe, ob er, ob alles okay mit Sunny ist und ob er noch sauer auf mich sei wegen der Sache. Und er meinte da auch schon, keine Ahnung, wer du bist. Und jetzt ist wahrscheinlich wieder so ein Thema. Aber es ist die Wahrheit, ich habe es nicht gefaked. Von mir aus könnt ihr alle mein Handy durchsuchen, könnt gerne alle nach Basinghausen kommen. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Menschen falsch läuft, aber ich wollte auch nicht mehr, als euch zu warnen. Also ich wollte nicht mehr, ich wollte keinen Beef mit ihm. Oh mein Gott, sollen die Polizisten nur ruhig mal kommen? Sollen sie kommen? Und dann, wenn ich dann recht habe, wollen wir mal sehen, wer die Fakerin hier ist. Oder wer faked. Sehen wir dann, ne? Das wäre doch richtig behindert. Ich habe aber Beweise und er nicht. Wo sind seine Leute, wo sind seine Beweise dafür? Wo sind seine Beweise, dass das nicht stimmt? Ich warte erstmal auf Beweise. Mal gucken. Hacker gibt's auch. Ja, aber Salah hat niemals was von einem Hacker erwähnt. Auch nicht in dem Video zu deinem Statement jetzt. Er hat nur gesagt, ich war's nicht. Und dann hat er euch noch den Bericht von der Polizei da geschickt. Und wenn ich jetzt zur Polizei gehen würde, würdet ihr mir dann das glauben? Also er sagt halt einfach nur so, ja, ich war's nicht. Und ihr glaubt ihn alle. Vielleicht liegt wahrscheinlich auch daran, dass er mit Zanibe so gut befreundet ist, dass er ihn deswegen glaubt. Aber ich find's einfach nicht korrekt. Jedenfalls, ich find's nicht korrekt von euch. Ist halt einfach so. Ja, ich weiß, das ist wegen Sunny, dass die jetzt alle hinter ihm stehen, aber ich check es nicht, er hat doch überhaupt keine Beweise dafür, guck mal, Leute, weißt du was, er soll einfach mal meinen Namen eingeben im Chat, also, oder generell bei Instagram, und dann soll er mal gucken, was wir geschrieben haben, soll er mal selber eine Bildschirmaufnahme machen. Und dann, er wird sowieso nichts machen, weil ich weiß, dass er lügt. Er lügt. Ich habe diese Nachrichten doch euch geschickt. Ich habe da sogar eine Bildschirmaufnahme gemacht. Übrigens, also weil hier gerade einer schreibt, warum ich das nicht mit Salah klarstelle, weil er mich geblockt hat. Er hat gesagt, ich bin eine Hurentochter. Er hat mich geblockt und hat sonst noch irgendwas beleidigt. Und Toni Diego BBM hat er doch auch beleidigt. Er hat ihm sogar Schläge gedroht. Ich check nicht, was in euren Köpfen falsch läuft. Natürlich hat er diese Nachrichten geschrieben. Ich habe doch die Beweise dafür. Soll er doch einfach mal auf meinen Namen gehen und dann auf die Nachrichten und mal gucken, was er mit mir alles geschrieben hat, ne? Soll er mal machen. Dieser Kleine, das ist so ein falscher Hund, ohne Witz. Das ist so falsch, dieser Mensch. Wie kann man denn hinter sowas stehen? Vor allem verstehe ich nicht, nichts gegen Sunny, aber Sunny hat Gio als heftigen Vergewaltiger dargestellt und hat selber so ein Pedo in seiner Crew. Und ich habe... Das zeigt mir auf jeden Fall immer wieder, wie gefährlich gerade für Kinder auch Social Media ist. Und zu den ganzen Leuten, die in den Kommentaren geschrieben haben, ja, aber was soll sie denn zur Polizei gehen? Das bringt doch sowieso nichts. Gegenfrage, Leute, was soll sie denn sonst machen, wenn nicht zur Polizei gehen? Wenn nicht sich an Erwachsene wenden, was soll diese Person denn machen? Selbstjustiz oder wie soll ich das verstehen? Also, man muss schon bei der Realität bleiben, Leute. Man muss schon bei der Realität bleiben. Ich bin halt damals gedeckt, weil ich dachte, das sind meine Freunde, diese Sunny und wie ist das, verstehst du, Bro? Ich habe gespürt in meiner Seele, dass das nicht gefaked werden kann, wenn sie auf Profil geht. Stellt euch vor, andere Frage an Mois. Wie viele andere haben das auch schon getan, wo du es mitbekommen hast und auch eventuell durchgeführt haben? Ne? Wie viel hast du mitbekommen in dieser ganzen Zeit? Ich denke, das sind viele, viele andere Kandidaten. Damit will ich nicht sagen, dass das stimmt, ne, mit Salah Sado, aber du kannst ja gerne darauf mal antworten, wie viele Leute eventuell eine gewisse Neigung haben. Es gibt ein Label, das aussieht wie eine Kinderserie. Und du bist Zuhälter, du hast quasi Nutten, deine Nutte rappt. Und du willst nur, dass sie Kinder anlocken, damit dieser Zuhälter sie mitnimmt. Und das sind Kinder wie meine. Und die sind gerade bei denen. Deshalb. Sorry, Leute, aber wenn ich das höre, gell, dieses Bild mir male, dann ist das sehr, sehr krass, gell, wenn man wirklich extra auf Kinder abzielt mit diesem SpongeBob-Kostüm. Das ist schon. Boah, Bruder. Sowas habe ich vorher, glaube ich, noch nie gehört. So eine Masche. Das wäre abgrundtief ekelhaft. Boah. Ich am Anfang so. Ich habe fast gekotzt. Ich habe dieses Video direkt aufgenommen. Bruder, wo ist dieser Hut? Bitte zieh ihn an. Ihr könnt auch in ChatGPT unser Hotelzimmer leaken. Es ist alles gut, Bruder. Zeig mal das Hotelzimmer, bitte. Zeig mal alles im Hotelzimmer, Bro. Ich werde gejagt, Digga. Weißt du, ich meine? Jag mich mal. Weil eine, die Abonnente wollte, das ist keine Frau, die leidet.
Das ist nicht das kleinste, verletzteste Kind, was diese Welt produziert hat, was jeder böse ist, die den größten Traum hat. Das war nicht sie, ich dachte, sie ist es. Weißt du, wer das war? Das war sie, wo ich gesagt habe, nein, dieser Salah ist keiner Pedo, ist kein Pädophiler. Weil sie mich anlügen konnten, weil ich die echt geliebt habe, Bro. Weil wir sind doch mit euch aufgewachsen und damit habt ihr... Brudi, wenn es sowas wirklich gab, gell, wenn das alles stimmt, dann gibt es keine Brüderschaft dazwischendurch. Also selbst wenn, ich zitiere einen Bruder, mit dem ich gestern geredet habe, wenn du das siehst, Marcel, Bruder, was geht ab? Selbst wenn sowas früher in unserer Umgebung passiert wäre und ein unmittelbarer Freund so etwas getan hätte, hätten wir den kaputtgeschlagen. Wir hätten den alle Zähne rausgeschlagen. Fuck, das ist einfach so, wie es ist. Und da hätten wir auch alles in Kauf genommen. Sowas funktioniert nicht. Mit so jemandem kann man nicht chillen, mit so jemandem kann man nicht cool sein. Ja, wenn das Ganze so ist, wie Mois jetzt schildert. Kann ich nicht nachvollziehen, sorry. Absolut nicht. Und irgendwo ist es auch seine eigene Agenda gerade gegen Salasado und gegen Sunny und so weiter. Ne? Muss man hier sich nichts vormachen. Aber es spielt ihn in seine Karten. Aber trotzdem, das so lange zurückzuhalten und nicht rauszuhauen, das ist, keine Ahnung. Die andere Frage ist, wenn das nicht mit seiner Frau, wenn das stimmt, das ist ja auch nicht bestätigt. Wenn das stimmen sollte, ist die andere Frage, wenn das nicht passiert wäre, dieser ganze Streit mit Sunny und Mois, hätte er das dann trotzdem rausgehauen oder hätte er das weiterhin verschwiegen? Versteht ihr, was ich meine? Junge, Junge. Gespielt, dass wir euch irgendwie, wir haben in euch uns gesehen. Vor ab 30 habe ich verstanden, ihr habt das erfunden. Ihr seid nicht wie wir. Diese Enttäuschung tut weh. Und dieses Spiel, was ihr vor den Leuten spielt und denkt, wenn ihr Bots schickt, wenn ihr selber 100 Fake-Accounts habt, dass ihr so einen wie mich ficken könnt. Bruder, ich habe gestern das erfahren, alles, was gestern war mit diesen Pedo-Ringen und dass meine Kinder dort sind und BBM nur zum Anlocken von Kinderserien, Leuten, die Kinder schauen und deswegen trägst du Schwammkostüm mäßig, dass du dann sagen kannst, ey, wenn du mit mir das und das machst, dann bringe ich dich zu Dima, zu dem, den du am meisten feierst. Und ihr wollt dieses Mädchen niederfeiern, niedermachen. Bruder, sie hat den halt geliebt, sie war Fan. Ihr habt es ausgenutzt, sie ist ein unzurechnungsfähiges Kind, Bruder. Sie ist 15. Der Typ ist 50, es ist ekelhaft, dass du so schreibst, Bro. Und bei ihr ist nur ein Fall, dass ich getraut habe. Was habt ihr gemacht? Ihr habt an ihr getan, was ihr mit mir getan habt. YouTuber geschickt, Kommentare geschickt, Nachrichten geschickt, ihre Adressen geleakt, wie bei mir in jedem Hotel. Darum musste ich das ertragen auf mir. Bin ich kein Mann, der Stärkste von euch? Hat es mir nicht trotzdem sehr weh getan? Doch, Bro. Wie muss sie sich gefühlt haben? Nur das ist mein Karma. Hast du mich verstanden? Nicht irgendwas, diese... Nur sie ist mein Karma und dieses Karma nehme ich mit Herz, bei Gott. Weil es geht nicht um Farid, es geht nicht um Kolle, es geht nicht um Sunny, es geht nicht um Bones MC, es geht nicht um Shirin David, die sie alle deckt. Es geht um die Verbindung, die ich jetzt verstehe. Und sie wollen mich als behindert abstempeln, rekrutieren extra einen Obdachlosen, der meinen Hut trägt und denkt, das degradiert mich. Bro, ich muss mich immer kontrollieren. Glaub mir, ich habe noch nie Kontrolle verloren. Und jeder, der mit euch ist, ist für mich ab heute ein Bastard. Und Universal Science solche Leute, sie wissen das. Ich habe sie geschnitten, das sind meine Karikaturen. Habe ich gesagt, obwohl es nicht stimmt. Und ich war nicht Chantal, dieses Mädchen, was psychisch, geistig fast zu Selbstmord getrieben wurde und jetzt massive psychische Erkrankungen erlitten hat. Und nicht meine Ex. Das ist das Mädchen, was gerettet werden muss. Sie braucht 381.000 Abonnenten, nicht meine Ex. Sie braucht es, damit sie Hoffnung in ihrem Leben hat. Ich fick diese Abonnenten, abonniert sie. Moin, ich wollte mich einmal ganz kurz zu der ganzen Sache mit Mois melden. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll und wie ich genau erklären soll, was passiert ist. Ich kriege einige Nachrichten, wo Leute mir schreiben, stell das mal klar, was ist da passiert, erklär mal und so. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt hier mal ein kurzes Video, wo ich kurz erkläre, was passiert ist. Es ist einige Jahre her, ich war 15. Jetzt bin ich 21. Was Mois sagt, stimmt. Ich wurde damals von diesem besagten Mann angeschrieben. Und ja, es sind einige Sachen passiert. Das Ganze hat sehr, 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 sehr hohe Wellen geschlagen. Ich konnte mich damals leider nicht mehr dazu äußern, weil ich komplett mundtot gemacht wurde. Ja, ich muss das in einigen Teilen verpacken, weil ich kann hier irgendwie nur eine Minute oder so aufnehmen. Genau. Und zwar war das so... jeder, der irgendwie in dieser BBM-Community drin war und mich von damals bestimmt noch kennt, weiß, dass ich extremer San Diego-Fan war. Also was man auf jeden Fall
was viele sagen werden, nach wie vor, weil es den Anschein macht, nach wie vor, dass sie halt irgendwo auch Reichweite haben möchte. Ne? Das werden sehr viele als Argument nehmen. Ihr dürft aber hierbei nicht vergessen, Leute, wenn das alles stimmt, dann ist das scheißegal. Dann ist das wirklich scheißegal, ob sie Reichweite haben will, noch immer haben möchte oder nicht. Wenn das geschehen ist, dann ist das abgrundtief ekelhaft. Dieser Typ, ich war halt hinter seiner Musik her, ich war hinter seiner Person her und ich war 15 halt, keine Ahnung, ich war ein Teenie und Fanliebe und all der Kack. Und ja, irgendwie wurde ich dann als Fan, habe ich mich halt mit den ganzen anderen Fans connected und so. Und alles war schön und gut und so, alles cool. Und dann wurde ich plötzlich von diesem besagten Mann angeschrieben. Und der hat mir ein ziemlich unmoralisches Angebot gemacht. Ich will nochmal erwähnen, dass ich 15 war und halt die Folgen, dessen Folgen mir nicht bewusst war. Und ich halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr ein großer Fan von ihm war. Und deswegen halt dumm und jung und so. Ich habe dann lange mit diesem besagten Mann geschrieben, hin und her, immer mal wieder. Er hat mir Komplimente gemacht und ich habe das halt mega gefeiert halt. Ne? Ich dachte mir, Alter, das ist ein Geschenk gefühlt. Und dann plötzlich kam es dann so, dass er mich gefragt hat, ob ich einen Freund habe, dies, das und ob ich halt noch Jungfrau bin. Und ich habe mir halt nichts dabei gedacht und habe ihm halt von meinem Leben erzählt und dann meinte er halt zu mir, dieses Angebot war halt kurz und knapp, wenn du dich mit mir triffst, dann werde ich dafür sorgen, dass du die mal persönlich kennenlernst. Boah, Leute, dieses Thema, diese Themen jedes Mal, das ist unfassbar, gell, Gossip hin oder her, ja, das ist schon wirklich ein harter Brocken, gell, diese immer wieder mit Kindern, ich schwöre, das, ich habe sowas noch nie in meinem Leben großartig mitbekommen. Zum Glück, weil dann werden mir sämtliche Sicherungen sicherlich durchgebrannt. Und sowas jetzt öfter mit sowas konfrontiert zu werden im Internet, das ist der Wahnsinn, gell? Aber das ist total Wahnsinn, Mann. Sehr, sehr schwer, damit umzugehen, wirklich. Und ich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht und auch wirklich darüber nachgedacht, mich mit diesem Menschen zu treffen. Ich war halt, wie gesagt, 15. Und ich habe mich dann mit anderen Membern aus der Community connected. Und das meine ich, mit anderen fremden Menschen hier connected, aber wahrscheinlich mit der eigenen Familie sich nicht connected deswegen. Deshalb habe ich ja gesagt im letzten Video, wenn jemand sowas erfährt, so etwas, so Nachrichten bekommt, muss man sich an Erwachsene wenden. Das ist gesund und das ist richtig, Leute. Man kann sich nicht mit sich fremden Menschen anvertrauen, weil man denkt, ja, yeah, BBM ist die Gang, bla bla bla. Ich muss treu sein, bla bla bla. Ne? Das sind Kinder, Leute. Kinder. Und die nach deren Meinung gefragt. Die meinten dann alle zu mir, auf gar keinen Fall, mach das auf gar keinen Fall, veröffentliche das, geh damit an die Öffentlichkeit. Damit kannst du vor allem anderen Mädchen schützen, die vielleicht auch angeschrieben werden oder die das auch, dieses Angebot halt bekommen. Und dann dachte ich mir halt, das ist, glaube ich, der einzig richtige Weg. Es wäre falsch, wenn ich einfach die Musik weiter feiern würde und ihn als Person und obwohl Sunny da ja gar nicht so viel mit zu tun hatte. Aber darauf komme ich auch noch. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich nicht die erste und auch wahrscheinlich nicht die letzte Person war, die dieses Angebot bekommen hat. Und damit bin ich dann tatsächlich an die Öffentlichkeit. Also was heißt an die Öffentlichkeit? Ich hatte zu damaliger Zeit irgendwie vielleicht 400-500 Abonnenten. Aber es ist dann tatsächlich so gewesen, dass ich tatsächlich über Nacht damit viral gegangen bin. Also es hat komplett hohe Wellen geschlagen. Ich wurde angeschrieben. Mir wurde tatsächlich auch geglaubt. Also ich hatte viele Leute aus dieser Community, die wirklich gesagt haben, ey, das ist krass und vielen Dank und dies und das und die dann hinter mir gestanden haben, bis zu dem Tag, an dem Mois dann halt dieses Video gepostet hat. Also er hatte ja damals diesen Blogger-Kanal, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, und er hat dann halt diese Thematik thematisiert und hat dann halt angefangen, halt ein paar negative Sachen über mich und die ganze Sache zu erzählen. Und dadurch, dass Mois einfach viel mehr Reichweite hatte und natürlich viel mehr Leute hinter sich, hat sich das Ganze dann gewendet. Und gewendet halt einfach. Und das ist nach wie vor auch für Mois sehr, also finde ich sehr verwerflich, auch Mois gegenüber, gell, nach wie vor, auch wenn er das Ganze jetzt gerade stellt, wenn das so sein sollte, ne? Und das alles stimmt. Aber er hat so lange damit, ja, nicht rausgerückt. Und nochmal die Frage, gell, hätte er jemals damit rausgerückt, wenn
alles bis heute cool gewesen wäre zwischen denen und Sunny. Das ist die springende Frage, die ich mir hier stelle, unter anderem. Im Sinne von, keiner hat mir mehr geglaubt, plötzlich kam das Statement von dieser besagten Person. Und da wurde in diesem Statement auch keine Beweise gezeigt, also etwas, was gegen mich hätte sprechen können. Also Dima hat sich zu der Sache sowieso gar nicht geäußert, es war alles so verstrickt und ich hatte dann angefangen, nach diesem Statement wirklich Beweise auch zu zeigen. Bis dato ging ich halt an die Öffentlichkeit mit den Chats und so nur und ich wurde dann selber auch von diesen besagten Personen angeschrieben, beleidigt, bedroht, ich solle aufhören und das habe ich dann auch alles veröffentlicht gehabt und dennoch hat mir dann keiner mehr geglaubt. Plötzlich fing es dann an, dass meine Adresse geleakt worden ist, Fotos von meiner Familie wurden geleakt. Ich gehe mal davon aus, von diesen besagten Personen. Ja, und dann konnte ich irgendwann auch nicht mehr rausgehen, weil ich auf der Straße deswegen angesprochen wurde. Ich musste mich dann für eine Zeit, also ich habe dann natürlich versucht mit allen Mitteln und alles, was mir halt zur Verfügung so stand, das alles gerade zu stellen. Und ich bin auch nie von meiner Meinung quasi abgegangen und habe trotz den ganzen Drohungen und so immer versucht, meine Sicht der Dinge halt zu verteidigen. Und es gab auch immer wieder Leute, die mir geglaubt haben. Und Mädchen dann haben sich tatsächlich auch gemeldet, die dann auch diese unmoralischen Angebote bekommen haben. Und dann auch ging es halt immer so weiter. Irgendwann habe ich dann beschlossen, mich aus dem Internet komplett erstmal mich halt abzukapseln vom Internet quasi. Ich bin dann, wie gesagt, auch erstmal nicht mehr raus. Und dann wurde plötzlich ein Account von mir erstellt. Dieser Account, den hat Mois auch tatsächlich verlinkt in seiner Story. Irgendwie Chantal Manu mit 3U, dieser eine Account. Dieser Account wurde nicht von, also der Account war nicht von mir. Ich hatte damals nie die Möglichkeit, das gerade zu stellen, weil ich halt quasi so mundtot gemacht worden bin und ja dann aus dem Internet auch verschwunden bin für eine gewisse Zeit. Deswegen hatte ich nie die Chance klarzustellen, dass dieser Account von mir nie gemacht worden ist. In diesem Account sind Beiträge hochgeladen worden, von wegen, wo ich angeblich zugeben würde, dass alles nur gelogen wäre, dass ich das alles nur für Reichweite getan hätte. Das ist halt das, was ich meinte, ne? Das habe ich mir gedacht, dass man das ihr vorwerfen wird. Die andere Sache ist noch, man muss Mois zugute heißen, dass er das Ganze bis heute aufbewahrt hat, das macht auch nicht jeder. Guck mal, wie lange das schon her ist. Und er hat immer noch die ganzen Verläufe, der hat alles Mögliche, ne? Muss man sagen, das macht das Ganze schon glaubwürdiger. Und dass ich mich jetzt nach diesem Beitrag quasi umbringe. Und dadurch, dass man halt nichts mehr von mir gehört hat und so, hat man das dann halt auch geglaubt. Und dann habe ich halt gesehen, dass der Account auch ziemlich viral gegangen ist. Die Kommentare unter dem Video, unter den Bildern halt, die da hochgeladen worden sind, waren auch sehr, sehr arg und sehr krass auch. Könnt ihr euch auch immer noch durchlesen, der Account besteht immer noch. Aber wie gesagt, der Account wurde nie von mir erstellt. Ich gehe mal davon aus, dass der von der besagten Person erstellt worden ist. Ja, und das Ganze ist jetzt einige Jahre her. Ich habe das dann, irgendwann ist das halt einfach im Wind verweht quasi. Im Winde verweht, wie alles Mögliche im Internet, ne? Sind schon einige Skandale, alles Mögliche rausgekommen, aber das Internet, wie gesagt, man sagt, es vergisst nicht, aber doch, das Internet vergisst vielleicht nicht, weil es irgendwo noch vorhanden ist, aber die Menschen vergessen, das wird uninteressant, weil andere Skandale kommen, andere Sachen kommen, dann wird das so hingestellt, also dann ist es wie vom Winde verweht, ja. Die ganze Sache und die ganze Geschichte ist irgendwann untergegangen, irgendwann habe ich mich entschlossen, dann wieder wieder im Internet präsent zu sein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Ganze nochmal hochkommt, weil wie gesagt, ich war zu der Zeit 15, jetzt bin ich 21. Genau, und jetzt habe ich halt gesehen, dass Mois sich dazu nochmal geäußert hat und zugegeben hat, dass es stimmt. Und dass er das halt damals wohl irgendwie machen musste, so habe ich das verstanden. Unter dem Zwang selber stand vor diesen besagten Personen und sich dafür in der Öffentlichkeit halt bei mir entschuldigt. Und das finde ich halt sehr mutig und auch sehr, sehr gut von ihm. Und genau, das war quasi die ganze Geschichte. Das ist das Mindeste, was Mois machen kann, ja, um das wieder einigermaßen gerade zu rücken, auch wenn das nicht wieder gut zu machen ist, was diesem Mädchen hier allen Anschein nach widerfahren ist. Sehr dankbar, dass er das alles nochmal klargestellt hat und dass ich nochmal die Chance bekommen habe, auch das mit dem Account klarzustellen, weil das war ja auch immer
so ein Ding, was ich halt auch nie klarstellen konnte, dass dieser Account von mir nie erstellt worden ist. Und da bin ich Mäuse auch sehr dankbar für. Generell für den ganzen Support, den ich gerade kriege, ist es unglaublich. In Minutentakt bekomme ich so nette und liebe Nachrichten zugesendet. Das ist wirklich krass einfach. Dankeschön dafür. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie ich auf diese Frage reagieren soll. Ich habe San Diego, ihn als Person, schon seit dem JBB verfolgt. Also damals SpongeBob halt, ist ja klar. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie viele Sachen man eventuell gehört hat von den ein oder anderen, ob das stimmt, weiß ich nicht, ne? Von den ein oder anderen Türsteher und so weiter, der das live mitbekommen hat und das alles bei mir berichtet hat, von verschiedenen Rappern und so weiter. Das ist nach wie vor Hören und Sagen, aber ihr könnt euch ja vorstellen, dass man dann keinen Bock hat, die meisten Leute überhaupt noch zu hören, versteht ihr? Und so jemand wie San Diego, ob er gut rappen kann oder nicht, habe ich eh noch nie gehört. Das ist nicht, keine Ahnung, gefällt mir einfach nicht. Aber spätestens nach dieser ganzen Sache habe ich sowieso nicht mal Lust zu probieren, seine Musik zu hören oder dem eine Chance zu geben. Nee, nee. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr fanat in seiner Musik. Das war schon echt krass, muss ich wirklich sagen. Also ganz klar. Und seit dieser Sache ist das alles weg. Also ne, klar, jetzt sowieso mit dem Alter kommt das sowieso, mit dem Alter kommt die Reife. Aber auch damals schon habe ich das gemerkt, dass ich, obwohl er ja mit der Thematik an sich gar nicht so viel zu tun hat, aber er wird halt damit in Verbindung gebracht, ist ja klar. Aber also ehrlich gesagt nicht. Und auch damals dann schon nicht mehr, dass ich dann irgendwie den noch gefeiert habe oder auch gern gehört habe, ist ja klar. Also klar hat man immer so ein unwohles Gefühl, und auch als ich die ganzen Videos vorhin aufgenommen habe, dachte ich mir, mach ich's lieber nicht. Aber dadurch, dass Mois das ja mehr oder weniger halt vorher schon gemacht hat, dachte ich mir halt, ich muss jetzt halt irgendwas sagen. Die Sache ist, ich sag euch Real Talk, ja, egal wer diese Person sind oder nicht sind, wenn das Ganze wahr ist, dann sollte man auf gar keinen Fall irgendwie den Mund halten und das Ganze ignorieren, weil man Angst hat oder irgendwas. Sowas geht einfach nicht fit. Ich kann es nur mal wiederholen. Aber wenn halt irgendwas passiert, dann weiß man ja warum. Und diesmal würde ich auf jeden Fall zur Polizei gehen und nicht einfach wieder verschwinden und versuchen, das wieder unter den Teppich kehren zu lassen. Also ich würde mich diesmal dementsprechend verhalten. Also ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr erleichtert und positiv überrascht, dass das halt alles so gekommen ist, wie es jetzt gerade gekommen ist. Ich meine, es ist ja wirklich innerhalb von Stunden irgendwie. Heute Morgen habe ich irgendwie, keine Ahnung, um 11 oder so, habe ich die ersten Nachrichten reinbekommen. Von wegen, guck mal, Mäus und so, die Story. Und meine Aufrufe von der Story, das ist unglaublich, wirklich. Und deswegen, ich bin wirklich froh, dass ich halt die Chance nochmal bekommen habe und das halt klarzustellen und mich dazu auch nochmal zu äußern. Genau, also eigentlich relativ gut, obwohl dieses Unwohlsein ist zwar natürlich trotzdem noch da, ne, weil ich weiß halt nicht, wie werden die jetzt reagieren, werden die überhaupt nochmal darauf reagieren? Aber diesmal, wie gesagt, würde ich ganz anders reagieren. Genau, ich habe das ja in dem Video, also in diesem Statement quasi auch als versucht, so klar wie möglich zu erklären. Also es war halt, wir haben halt, am Anfang war das alles legitim, wir haben halt miteinander geschrieben und so. Er hat mir dann angefangen, immer mehr Komplimente zu machen, wie gesagt. Und dann meinte er halt, mich zu fragen, ob ich halt, ne? Und dann meinte er halt zu mir, ja, wenn du dich mit mir triffst und das alles so läuft, dann gebe ich dir die Chance und die Möglichkeit, die mal persönlich zu treffen. Und er wusste ja, dass ich eigentlich nur darauf hinaus war. Junge, Junge. Und deswegen war das halt für ihn, also wahrscheinlich ziemlich leicht. Ich weiß ja nicht, wie viele Mädchen, bei wie vielen Mädchen er es vielleicht geschafft hat. Das weiß ich ja nicht. Oder generell, wie oft er diese Angebote gemacht hat. Weil das klang schon ziemlich jetzt im Nachhinein schon alles sehr gezielt und geplant und durchdacht auch. Nachdem das alles passiert ist und das dann langsam sich dem Ende zugeneigt hat alles, hat der besagte Mensch mich halt blockiert. Deswegen habe ich die ganzen Chatverläufe auch nicht mehr. Aber ich denke, wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß es nicht. Er hat ja auch, also Mois hat ja auch noch die ganzen anderen Sachen irgendwie gehabt. Ich weiß auch nicht, woher er die jetzt hat.
die ist alleinerziehende Mutter, Digga. Von Chantal, Bro. Die haben ihr Handy kaputt gemacht, sie haben einen Fake-Account gemacht und gesagt, sie ist Chantal und ihre Bilder da drin gepostet, Bro. Und hier sind Chats, wie sie vor ein paar Jahren dann sagt, ich habe ihr Passwort. Warte mal. Der Account ist nicht fake, aber Kopf hoch, hahaha. Wenn er nicht fake ist, dann schreib doch mal von dem alten Account, du Spinner. Da wurde irgendjemand markiert. Ich habe ihr Passwort von dem Account nicht. Wie kann man sich so schnell selbst basten? Ich habe ihr Passwort nicht. Ich habe ihr Passwort, weil Salah und seine Araber-Bruder, die 50 sind, und das sind keine Araber. Ich bin nicht gegen Araber, ich bin nicht gegen Libanesen. Wären sie Libanesen, würden sie niemals so ein 15-jähriges Mädchen anschauen. Und ich beweise dir, dass meine Ex meine Kinder in Gefahr bringt, indem sie in einem pädophilen Kreis der BBM-Community gezielt kleine Mädchen suchen. Mit so einem ist sie. Und der will mir erzählen, ich bin psychisch so und so. Bro, ich habe gekotzt heute, als ich das wirklich verstanden habe, dass es so ist, Bro. Ich schwöre bei Gott, ich habe gekotzt. Ich bleibe gerade auch wirklich tapfer, ich bin nicht Gay-Kling, Digga. Aber Bro, es ist hart, Digga. Weil meine Tochter ist auch nur eine Chantal. Und egal, was diese Frau sagt, Frauen-Support Shirin braucht Chantal. Und dein Label wird dich töten im Internet, TikTok-Sport. Ihr werdet keinen Cent mehr kriegen, egal was ihr denkt. Und wir sind viele. Bei Gott sind wir. Ich bin ein Hundesohn, wenn ihr einen von uns was dann tun könnt. Und wenn ihr einen von uns was tut, bin ich glücklich, weil dann ist krass. Dann ist heftig. Ach so, weil ich vor der Linse bin, soll ich anders reden? Für was? Meine Werbedeals? Ich mach Kubotron, Bruder. Für Selbstverteidigung. Weil das wirklich gebraucht wurde von mir. Ich dachte, ihr könnt es auch feiern. Ich brauch nichts. Auch ohne den mache ich 30k im Monat. Verstehen Sie Deutsch? That's why I speak Deutsch now, okay? Also, nachdem Chantal diese Stories gepostet hatte, wurde sie komplett psychisch getötet. Ähnlich wie ich, wie ihr das erlebt habt. Du lügst, Shirin David auf Bühne, 10 YouTuber, die sagen, sie lügt, alles gefahren. Gottlos, ich hätte niemals gedacht, dass so etwas in Deutschland existiert. Weil, ob du Fahrrad bist, ob du Kolle bist, ob du San Diego bist, ihr seid nur meine Ex-Freundinnen. Dann hat quasi irgendwann Salazador natürlich Schiss bekommen und das ganze Label, dass wahrscheinlich die Wahrheit rauskommt, aber ich konnte es damals nicht wissen und ich hatte keine Eier für sowas und ich hatte eine Familie und ich hatte gar keinen Bock, meine Familie zu riskieren, Digga. Und irgendwie hatten die auch Polizei gekauft, damals wusste ich nicht, dass sowas möglich ist, deswegen dachte ich, okay, wenn er zur Polizei geht, muss ja stimmen, Bro. Aber war ich nicht in Italien 50 Mal in diesen Aufnahmen und Polizei ist einfach wie Interpol in der Tür hier reingestimmt und sagt, Digga, was? Hä? Wie funktioniert sowas, Bro? Und weil es um viel Geld ging damals, war wahrscheinlich das Ei am Zittern. Und heute, verblüffend, wo Salah das gepostet hat, er nennt meine Mutter so und so. Und Digga, er weiß selber nicht, aus welchem Stamm er ist und hat seine Cousine geheiratet, Digga. Und der hat ihm die Kinder weggenommen, er lacht über mich. San Diego postet in Story, dass ich so und so bin, sie geschlagen hat, ich kein Mann bin, ist das. Lahlulis, aber chillt mit Pedos und lasst ihn Kinder anschaffen, damit sein Rücken die essen kann. Was? Und Sami hatte nicht einen Sack dazu. Kranke Story, Mann. Richtig kranke Story, Mann. Was zu sagen, obwohl er weiß, die haben das Leben eines Mädchens zerstört, Handy zerschlagen, Account genommen, so getan, als wäre das ihr Account und 2 Jahre lang gepostet. Was ist mit ihr psychisch passiert? Sie hat gesagt, sie kann nicht raus und hatte Angst rauszugehen, 3 Jahre lang. So ein kleines Mädchen so unter Druck zu setzen, Handy kaputt zu machen, zu drohen und alles mögliche, boah. Nicht meine Frau leidet, sie leidet. Okay, Shirin, sing für sie auf der Bühne. Aha, das war nicht meine Rache, das war retten meine Kinder. Und jedes Kind ist da draußen. Und das war nur dieses Label. Und wenn dieses Label so ist und Sinan schiebt sich was in den Arsch und der andere ist in Badewanne und ich weiß nicht, was Manu macht, Astaghfirullah, Digga, ich hab gar keinen Bock darüber zu denken. Oje. Bitte nicht, der auch noch. Bitte nicht. Deswegen, ich kotze, glaube ich, in diesem Video. Ladet es schnell runter und hoch, wo ihr wollt. One more thing, man. We forget, Lahluli. Wo bist du, Fahrrad? Ich dachte, du bist ein Auto und so. Halt die ganze Zeit hier. Du bist immer herzlich willkommen. Wie gesagt, ab heute dein Bruder Cosa Nostra. Schau, wie das Tattoo aussieht. Digga, Bruder, ich kann nicht mehr. Ich bin doch der Geilste, Bro. Weißt du, was du nicht verstehst, Digga? Fast einmal noch ein Kind an. Ich bin dein Albtraum in der Mirror. Boah, ich sag euch, dieses Video, diese Sachen, diese Themen sind anders. Sind anders, Leute, sind anders, zerstörend. Boah, schreibt mir sehr gerne eure Meinung und was ihr denkt in die Kommentare, Leute. Ich bin baff. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, wirklich. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.